Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Unboxing mit eurem Pripple. Ich versuche das jetzt mal auf eine andere Weise. Jetzt könnt ihr mich auch mal sehen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ihr habt ja schon gesehen in der Beschreibung, was ich heute hier unboxe, weil ich starte jetzt hier die Unboxing-Offensive. Und zwar haben wir hier einen Mega-Karton. Das ist die GeForce GTX 970 von Pellet, die Jetstream sich nennt. Und ja, ich zeige euch das mal kurz so noch im Ganzen, bevor wir sie dann auspacken. Also, ein paar Eckdaten zu dieser, 4 GB RAM, 2 Lüfter, ich weiß jetzt nicht, ob man das so genau sieht, auf jeden Fall ist sie hier nochmal schön präsentiert worden, hat 2 Lüfter mit LEDs unten drunter bei den Kühlern beleuchtet, extrem leise, nur 9 dB und übertaktbar, ich glaube, also hier steht sogar Overclocking Performance 9% und ja, Kühlperformance ist auch gut, keine Ahnung, werden wir dann alles sehen. Und ja, das ist schon mal der Karton so im Ganzen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, das Ding auszupacken. So, und da sind wir auch schon beim Unboxen. Ich würde sagen, wir nehmen das Teil gleich mal hoch. Ich habe es hier oben auch schon extra geöffnet, damit es hier nicht so lang dauert. Und dann holen wir das gute Stück mal raus. Oh, hey, da freue ich mich jetzt selbst voll drauf, ist zwar nicht meine eigene Grafikkarte, aber für Unboxing kriege ich also mal was gesponsert von meinen Kumpels. So, und da haben wir schon das gute Stück. Ist nochmal hier extra schön mit, oh, mit Plastik verpackt. Das ist aber ein Megateil. Huiuiuiui. Da muss ich jetzt selbst mal gucken. Oh, ich will hier ja nichts kaputt machen. Und ja, wie man sieht, also es ist schon wirklich sehr hoch, das Teil. Der Kühler, der ist auch mächtig, muss ich sagen. Und ja, hier haben wir die 2 Lüfter. Mhm. Schön. Also der Kühler ist wirklich, also das gefällt mir selbst. Das Teil würde ich jetzt sofort bei mir einbauen und behalten. Aber ist leider nicht meins. Ja, hier haben wir noch die Unterseite. Ist, glaube ich, auch nochmal hier irgendwie gekühlt. Ich weiß es nicht. Also es ist schon ein Mods-Ding, muss ich sagen. Also boah, da hast du echt Schiss, hier das fallen zu lassen. Ich zoome mal hier ein bisschen ran, dass man auch mal hier die Eingänge sieht. Also wir haben hier einen HDMI-Eingang, einen DVI-Eingang, also VGA ist schon komplett weg. Und die Eingänge DP, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was es ist, aber ist auch wahrscheinlich irgendein Bildanschluss. Und ja, ich lege die jetzt mal schön auf die Seite, damit da auch nichts kaputt geht. Und wir schauen mal, ob wir hier noch was anderes haben im Karton, weil wir wollen ja alles beobachten. So, hier haben wir noch ein bisschen Schaumstoff. Ja, sieht danach aus, als wäre hier noch nicht mal eine Beschreibung drin. Aber wir gucken noch mal. Karton, ach nein. Da haben wir ein verstecktes Fach mit einem Kabel. Das ist dann für den Stromanschluss, denke ich, gedacht. Oh, hier noch ein Aufkleber. Mit, ich denke mal von Jetstream. Ah, jetzt sehe ich es gerade. Das ist das Logo von Jetstream hier. Hier ist es auch nochmal zu sehen. Kann man sich, wenn man geil drauf ist, irgendwo auf dem PC pappen. Ja, hier haben wir noch das ist ein Adapter für, keine Ahnung, warum der dabei ist, weil da gibt es gar keinen Anschluss. Das ist ein Mini-DV-HDMI-Kabel, glaube ich. Keine Ahnung, auf normales HDMI-Kabel. Soll mich jetzt nicht stören. Hier haben wir noch das Handbuch, wie man es einbauen kann und installiert und so weiter. Aber das, denke ich, weiß jeder, wie es geht, wer ein bisschen handwerklich und technisch begabt ist. Was ich jetzt noch sehe, es gibt eine Software, die ist, denke ich, hier auf der CD dabei, womit man die Grafikkarte noch ein bisschen übertakten kann. Ja. Wem die Power von der 970 nicht reicht, der kann halt nochmal ordentlich was rausholen. Aber hätte man sich auch gleich eine 89 kaufen können. Ja, das war's dann von dieser wunderschönen Grafikkarte. Also mir gefällt sie wirklich sehr gut. Ist, glaube ich, auch in Tests sehr gut abgeschnitten. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Unboxing. Bis dahin, euer Pripple.